Schön, dass es dich gibt und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Benjamin Shamuel. Viele kennen mich als Herausgeber des Magazins Der Sternenbote. Manch anderer kennt mich als Musiker. Doch heute spreche ich mit dir über das Buch Die 36 hohen Räte, Offenbarung der Liebe und des Erwachens. Bleib dran, ich freue mich drauf. Ja, schön, dass du dran geblieben bist. Bevor ich über das Buch spreche, möchte ich noch einige Worte über die Autorin dieses Buches sprechen, Sabine Sangeeta. Nicht nur meine allerbeste Freundin, sondern auch Mentorin. Ich begleite sie bereits seit 12 Jahren auf unserem gemeinsamen Weg, auf dem Weg der goldenblauen Familie. Da ich um ihre Wahrhaftigkeit als Medium weiß und sie die einzige ist, die mich jemals mit ihren Botschaften so tief im Herzen berührt hat, ist es mir natürlich eine ganz besondere Ehre, für sie dieses Buch verfasst haben zu dürfen. Und so ist es entstanden. Damit du weißt, wovon ich spreche, werde ich es hier kurz für dich einblenden. In der Vorbereitung der Entstehung des Buches habe ich viele Stunden und Tage damit verbracht, die Channelings selbst noch einmal zu lesen, die ich bereits vor langer Zeit gehört habe. Und es war bemerkenswert, wie tief diese Energie der 36 hohen Räte mitgeschwungen ist und noch einmal viel in mir verändert hat. Dieses Buch, es lebt. Es sind geistige, hohe Wesen, die durch einen Menschen sprechen. Der eine oder andere mag sich fragen, ist denn das möglich? Dies kann natürlich nur jeder für sich selbst herausfinden. Ich habe es spüren dürfen, genau wie viele andere Menschen auch. Und das, was es mit mir gemacht hat in all den Jahren, ist ein Wunder. Und so stehe ich nun heute hier und spreche zu dir. Ich möchte, dass auch du etwas Ähnliches erfahren kannst. Und vielleicht ist dieses Buch auch ein Beginn für dich. Und dennoch möchte ich noch kurz mit anfügen. Und das sind die Worte der geistigen Welt, 36 hohen Räte, die immer und immer wieder kommen. Es gibt viele Wege des Erwachens. Dies ist ein Weg. Dies ist mein Weg. Dies ist der Weg von vielen Menschen. Doch es muss natürlich nicht dein Weg sein. Das Beste, um es herauszufinden, wäre vielleicht, einige Zeilen in diesem Buch zu lesen. Und wenn du dasselbe spürst, was ich einst spüren konnte, dieses Gefühl von endlich, da ist es ja, das ist es, worauf ich so lange gewartet habe, dann wäre bereits ein Wunder geschehen. Das Buch, die 36 hohen Räte, Offenbarung der Liebe und des Erwachens, es lebt. Ich kann dir eins versichern, wenn du dein Herz öffnest, nur für einen Augenblick, dann werden die 36 hohen Räte bei dir sein. Mit jedem Wort, mit jeder Zeile, mit jeder Seite, die du liest. Soweit du es zulassen kannst und zulassen möchtest, das vielleicht auch dein Leben verändert. Du trägst bereits alles in dir, was du brauchst, um zu erwachen. Ja, wir tragen bereits alles in uns, um uns göttlich zu erfahren. Doch der eine oder andere mag es kennen. Ich kenne es von meinem Weg, ich kenne es selber, dass es Momente gibt, in denen der Verstand sehr stark ist und es nicht zulassen kann, dass ein Wunder geschieht, dass sich das Herz öffnet, weil er Angst hat. Verstand hat Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und so ist es der geistigen Welt der 36 hohen Räte in einer tiefen Geduldsamkeit so wichtig, über viele, viele Jahre diese energetischen Muster einzubetten, die sich mehr und mehr, je weiter du es zulassen kannst, freisetzen werden. Ich habe bereits einige Rückmeldungen bekommen über das Buch und mich berührt es persönlich sehr. Manche Menschen verbringen Tage mit einem Kapitel, weil sie diese Energie spüren. Sie spüren, dass das Buch lebt. Sie spüren, dass es etwas mit ihnen macht. Wir haben ganz genau hingeschaut, welche Channelings wir in dieses Buch mit aufnehmen wollten. Dieses Buch baut aufeinander auf und du wirst spüren, dass mit jedem Channeling, wenn Kryon zu dir spricht, wenn Mutter Maria zu dir spricht, wenn Metatron zu dir spricht, Engel Raphael zu dir spricht, wenn Marie Stark Toriana zu dir spricht, sich Stück für Stück etwas Neues in dich einbettet. Du erhältst natürlich auch in diesem Buch verschiedene Übungen, die du nutzen kannst oder nutzen darfst, Anleitung der geistigen Welt, wie du Stück für Stück immer mehr und immer tiefer
dein gesamtes göttliches Potenzial entfalten kannst. Ich wünsche mir, dass dieses Buch dich berührt in deiner Seele. Ich möchte noch einmal anhalten und dich darauf aufmerksam machen, dass wir in spannenden Zeiten leben. Vieles verändert sich. Systeme werden zusammenbrechen. Sie brechen bereits zusammen. Menschen haben Angst. Menschen haben Sorgen. Viele Menschen kommen zu uns. Ich weiß, dass es Veränderungen gibt und weiterhin Veränderungen geben wird. Denn nichts Neues kann entstehen, wenn nichts Altes zusammenbricht. Und auch wenn es vielen Menschen Angst und Sorge bereitet, so kann ich dir doch sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht. Und das, was mir am meisten Zuversicht gibt in all den Tagen, wenn ich hinausschaue, das sind die 36 Hohen Räte, das sind die Botschaften der geistigen Welt. Wir treffen uns oft, um live den Channelings zu lauschen. Und das sind die Momente, wo mein Verstand ruhig wird, wo meine Seele sich öffnet und ich Frieden finde. Und diese Energie trägt mich dann für lange Zeit. Ich weiß, dass das Buch eine ähnliche Wirkung hat. Und vielleicht konnte ich dich jetzt begeistern. Das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Und dennoch möchte ich noch einmal sagen, es gibt viele Wege des Erwachens. Wähle du deinen. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann hast du natürlich dort die Möglichkeit, mich zu liken, zu abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Voller Zuversicht und Dankbarkeit für deine Zeit verabschiede ich mich von dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieß es. Genieß das Leben. Genieße dich. Schön, dass es dich gibt. Dein Benjamin Schamoyer.